Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren chilligen Folge von Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Ja, wir sind in der Wüste angekommen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt. Steht das hier irgendwo? Ich weiß es nicht. Bitte, bitte mir sagen. Gibt's okay nur Knopf? Gibt's nix Knopf? Nix Knopf? Es gibt nix Knopf. Ja, okay, dann auf jeden Fall Wüste. Und das wird die nächste Welt sein. Bis zum Boss. Bis zum nächsten Kobaltsplitter, wie ich das verstanden habe. Und ja, da war direkt mal irgendwas im Boden. Okay. Und ja, erstmal fettes Danke für die Resonanz der letzten Folge mit Shelly. Hätte ich nicht gedacht, dass die Folge auch im Algorithmus wieder landet. Wir haben wieder ein paar Aufrufe bekommen. Moin an alle Neuen. Schön, dass ihr hier seid. Dieses Projekt war echt so eine gute Idee. Dieses Projekt ist... Alter, das macht richtig Laune. So, was ist das für ein Viech? Das ist ein Gegner, genau. Aber warum bewegt es sich nicht und warum greift das Viech nicht an? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das greift auch an. Kommt, ist einfach so angeschwommen. Ist okay. So. Dich mal easy fertig, würde ich sagen. Okay, er hat einiges an Leben. Nein, ich habe ihn fast getroffen. Hat nicht gepasst. Aber ja, den machen wir trotzdem fertig. Schön wieder mit dem PS5-Controller. Okay, er hat einiges an Leben. Danke. Der hat mir zu viele Leben, eindeutig. Aber er gibt schon EP. Haben wir jetzt sogar Levelaufstieg? Nein. Ne, die Babys hatten ja schon. Wir brauchen die Großen. Die brauchen noch einen Levelaufstieg. Genau. So, Eisblumen mal 4. Okay, die Eisblumen bringen anscheinend was. Und es geht ja auch irgendwie um diese Knochentrockenstatuen. Das wurde ja gesagt. So, hier haben wir einfach nur Münzen. Okay. Und zwar einiges. Ne, eine Münze. Das andere war was anderes. Okay. So, hier haben wir Pokéköpfe. Warum Pokéköpfe, weiß ich nicht. Wie wir da hochkommen, weiß ich nicht. Jetzt hat der Pocky-Kopf uns angegriffen und der Pocky wächst. Nice. Können wir drauf springen? Ja, können wir. Okay. Oh mein Gott, ein Critical. Das ist doch wunderbar. Wenn wir da jetzt mit dem Hammer drauf gehen, macht das dann wie in Paper Mario oder so? Irgendwie, nee, macht's nicht. Doch! Ein Ding ist weniger. Ach so. Ach so. Ach so. Sag mir doch, was du machst. Meine Fresse. Aber ja, wenn man mit einem Hammer draufsteht, dann geht eine Kaktuskugel da von dem Pocky weg. Ein Körperteil von dem Typ, von dem Pocky geht dann weg. Alles klar, wissen wir Bescheid. Und ja, das ist jetzt auch wieder die erste Aufnahme in diesem Projekt mit den neuen Aufnahmeeinstellungen. Wer das Splatoon 3 Video gesehen hat, weiß Bescheid, was ich laber. Ich habe neue Einstellungen in OBS und jetzt ist die Qualität vielleicht ein bisschen besser, ich weiß nicht. Und OBS hat sich auch durch Updates verändert vom Aussehen. Ist auch ganz cool. Ja, wisst ihr Bescheid. So, jetzt muss ich mich hier irgendwie hinstellen, das ist beides mein... Okay. Und wir kriegen... 9, 8, was? 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 Muss ich jetzt hinlaufen? Bro. Oh, jetzt haben wir einen Angriff bekommen. Und Luigi liegt am Boden. Super. Bats. Nein! Ja, so! Safe, kein Problem. Nee, ich hab's echt keinen Bock. Ich will wissen, was ich da gemacht habe. Ist so klar, dass er nochmal hinfällt, ne? Was war das gerade von Timer? Der Timer ist wieder da. Okay. Wenn ich mir den Babys da erzähle. Ach ne, ich muss oben rumlaufen, guck mal. Ich glaube, ich muss hier die Babys losschicken. Aber als erstes. Ne, wenn ich die Babys jetzt losschicke, dann juckt es jetzt nicht. Wir müssen jetzt nur die Gegner ausweichen. Ich schicke mal die Babys los zur Statue. Wenn das möglich ist, natürlich. Ich laufe dann einfach mal hin. In der Hoffnung, von nichts getroffen zu werden oder so. Bohnen nehme ich natürlich gerne mit. Ach so. Klar, jetzt habe ich die Babys, die allgemein nicht so viel irgendwie Schaden machen. Oh lol. Jetzt muss die springen oder was? Nein, nein, zurück. Pisst euch. Mit allen vier kriege ich so ein Pocky. Mit den Babys kriege ich direkt das Dreifache. Okay. Kein Ding. Mach mal easy fertig, Kappa. So, bitte lass mich nach rechts, lass mich nach rechts. Wo ist der Weg? Hier ist der Weg. So, dann sind hier die Kakteen. Das ist ein Monty. Guck
Komme ich da durch? Ja. Okay. Ich muss irgendwie nach unten kommen. Im Match ist nicht alles umsonst, das wäre natürlich auch blöd. Aber so rein vom Timer her, man schafft es hier nicht in 10 Sekunden. Das kann, das sieht man ja. Hey, ich komme gar nicht nach unten. Ich komme nicht nach unten. Sieht man ja auch, dass es versperrt ist wie die Kakteen. Ist hier was versperrt? Hier rechts vielleicht. Ah, hier oder wie? Okay, sieht so aus, als ob das jetzt hier gerade alles umsonst war. Ja gut. Oder können wir mit dem Monty irgendwie reden? Können wir mit dem Monty reden? Gucken wir mal. Wohin so schnell, Söhnchen? Wenn du hier vorbei bist, musst du ein Spiel spielen. Berühre den Block, der da hinten erscheinen wird, bevor die Zeit um ist. Wenn du es schaffst, lasse ich dich vorbei. Du darfst dich dann als offizieller Wüstenrenner bezeichnen. Ach so, und ich muss es... Oh je. Yeah. Oder was passiert, wenn ich jetzt hier irgendwas mache? Nö, das geht nur zur Statue. Nein, ich wollte nicht zum Dings. Ich will wechseln. Danke. Nee, das hat nie... Nee, nee. Ich gehe mit den Großen dahin. Nehme noch ein paar Sachen mit und guck dann. Die Wüstenwächter sehen sich an und warten auf, durch Licht verbunden zu werden. Ein paar muss bei einer Statue verweilen, um deren Augen zu öffnen. Lol. Okay. Ein paar springt schnell in der vorgegebenen Reihenfolge. Das zweite Paar tut es ihnen gleich und springt ebenfalls, so lautet die Legende. Dies scheint ein Hinweis darauf zu sein, wie diese Statuen verbunden werden können. Man kann davon ausgehen, dass die Statuen, die nach oben und unten blicken, auf ähnliche Weise miteinander verbunden werden können. Ja, das wird im Springen, weil diese Blöcke gerade, glaube ich. Paar. Wir sind mit Paar gemeint. Ja, ich glaube, das ist so. Moment. Wir können hier vielleicht gleiten und dann den Block mitnehmen, oder nicht? Können wir nicht? Doch, man kommt hier hin. Und kriegt Münzen. Wunderbar. Und darüber kommen wir auch. Grüne Maxi-Pilz. Okay. So, dann ab zu den Babys. Und dann gucken wir nochmal, was der Monty will. Ne, wir gucken, was die Pockys wollen. Super, ist ja nicht so, dass ich kaum Leben habe mit euch, ne? Pisst euch. Einfach alles flüchten. Ey, also Mario fliegt immer hin, ne? Da gibt es bestimmt irgendeinen Wert, den man aufleveln muss, damit der nicht immer hinfällt. Kann mir das jemand in die Kommentare schreiben? Das würde mich interessieren. Ja, toll, das sind mehrere Münzen. So. Hier, dieser Bock ist vielleicht gemeint, mit dem, was der Monty meinte. Aha. Dann gebt mir mal Gas. 18 Sekunden. So, wir sind ja schon über den Weg gelaufen, also müsste es ja so irgendwie funktionieren. Hier runter war's. Genau, dann links. Okay, das ist, glaube ich, zu close. Das ist, glaube ich, viel zu close. Ja. Ich sag's euch, wir müssen da die neue Fähigkeit benutzen. Das war sogar close. AF. Okay, warte mal. Wir nutzen die Fähigkeit. Damit haben wir ja kurz Sonic. So, ich muss auch schnell switchen, damit ich weiß, wo es ist. Auf A. So, können wir auch kurven. Man kann auch so machen. Wunderbar. Deswegen sind wir vielleicht auch diese Rampen. Ja, das juckt uns nicht. So. Und dann putz. Dann geht das Tor auf. Der Monty ist happy. Das war meine Show. Es besteht kein Zweifel. Ihr seid alle wahre Wüstenrenner. Ihr dürft passieren. Bis zum nächsten Mal. Perfekt, Monty ist lieb. Und wir können jetzt hier weiter. So, die Babys sind natürlich noch am Start, ist klar. Wir gucken jetzt erstmal diese Statue an. Bob-Bomb. Nein, geh weg. Nein, noch ein Bob-Bomb. Tasschenbaus. Was? Okay. Wenn ich das aktiviere, geht welche Statue auf? Die linke. Wait, können wir hier mit den Babys springen? Das will ich jetzt rausfinden. Weil das sieht irgendwie so niedrig aus, die Blöcke. Wenn wir hier mit den Babys springen können, dann gibt es zwar noch ein nerviges Rumgelaufe. Nicht mal, wobei wir können rollen.
Und dann können wir beide Blöcke vielleicht gleichzeitig aktivieren. Ich glaube, das ist hier gewollt. Wenn wir mit den Babys da auch kommen. Gucken wir mal. Aber das würde ich heute natürlich kurz rauscutten, der Weg zur nächsten Statue wieder. Haben wir jetzt ja schon oft genug gesehen, Junge, wie die Flash plötzlich werden. Aha, okay. So, dann laufe ich mal mit denen jetzt zurück. Also ich sehe gerade, dass jede Statue solche Dinger hat. Habe ich gerade gemerkt. Ich glaube... Das bringt gar nichts. Doch, weil... Jetzt ist das hier angezeigt. Jetzt wird das angezeigt, oder wie? Genau, jetzt geht das hier auf. Oder an. Dann kommt hier ein Lichtstar raus. Und die sind fertig, oder wie? Und jetzt müssen wir das gleiche noch mit den anderen zwei Statuen machen. Das glaube ich, ja. Das glaube ich, ja. Ja. Dann gehen wir gleich mal rüber. Das war echt schön mit der... Also diese Kugelfähigkeit, die ist echt geil. Ah, die carried wirklich, ne? Die carried wirklich, ich sag's euch. Leider haben wir mit den Babys keine Kugelfähigkeit, sondern nur die Fähigkeit, gegen Gegner zu rennen. Das ist natürlich schwierig. Ja, bruh. Ach so. Beruhigt euch doch, ich weiß immer nie, was die machen. Super, klasse, toll, geil. Es geht schon wieder los. Was mache ich denn mit euch? Erstmal flüchten. Gut, dass es mit beiden geht. So, tschüss. Und Baby Mario fliegt nicht hin. Guck, sein größeres Ich ist dümmer als sein jüngeres Ich. Oh je, ich muss aber auch wirklich mal wieder gegen Gegner kämpfen. Weil man muss ja immer noch Erfahrung kriegen. Nein, lasst mich in Ruhe. Nein, lasst mich alle in Ruhe. Da war der Weg. Da war der Weg. So. Lasst mich irgendwie durchkommen. Ah, perfekt. Kommen wir da hoch? Perfekt, wir kommen da hoch. Ja. Zack, zack. Dann haben wir das abgeschlossen. Wir müssen eh nochmal überall durchlaufen, weil es überall irgendwelche... sammelbaren Sachen gibt. So. Jetzt verbinden sich die zwei noch. Das Symbol auf der Karte ist schon wie so ein Koboldsplitter, ne? Jetzt ist hier ein Block aufgetaucht. Alles klar. Dann gucken wir uns den Block doch gleich mal an, würde ich sagen. Und hoffentlich gibt es da... Doch, da gibt es einen Babyblock. Also ein Baby-Hohlknopf-Block. Ultratau, das ist sympathisch. So. Komm, wir kämpfen mal. Ich riskier's, auch wenn wir keine Leben haben, fällt mir jetzt erscheinen. Aber es ist nur ein Poké, dann haben wir sogar eine Chance. Ich würde trotzdem... Ne, wir schlagen mit ihm, weil der ist stärker. Und mit Luigi heilen wir uns kurz mit dem Tau. Ja, da müssen wir schon super Tau nehmen. Auch wenn es nur für die zwei gilt, was eigentlich jetzt voll dumm war. Egal. Einmal da geht es schon. Was? Oh mein Gott, was? Ich... Haben die mich überhaupt treffen können? Keine Ahnung. Aber sympathisch, wenn es mich nicht getroffen hat. Ach so. Hä, was hätte ich da machen sollen? Als ob das Springen was gebracht hätte. Ja, sehr gut weg. Die brauchen EP, genau die. Aber immer noch kein Level-Up für die, schade. Oder sind schon alle Level 11? Bin ich noch in der Vergangenheit? Ich weiß es nicht. So, hier geht's nach rechts. Hier ist der Block. Und auch der Babyblock und alles andere. Zumindest irgendwo hier. Ne, wir müssen erst hoch. Und dann können wir wahrscheinlich in den Tempel rein. Ja. Die Babys holen wir uns ab. Ein Heilblock wäre geil. Speicher natürlich. Okay, wir sind alle Level 11, lol. Dann ist auch egal, kriegen wir eh kein Level ab, bevor die Babys einen kriegen. Und jetzt aktivieren wir einfach mal diesen Block. Dann geht nicht das Tor auf, sondern da geht einfach was, wird einfach was kleiner. Dafür habe ich das alles gemacht. Okay. Eine Münze.
Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Da ist ein Eingang. Roter Pfeffer. Okay, doch, da wäre ein Eingang. Aber ich würde sagen, ich mache mal kurz ein bisschen Backtracking, damit ich auch alles einsammle. Ich würde sagen, let's go. Ohne, dass ich es euch jetzt zum... Also, ich cutte vielleicht ein bisschen was rein oder mache Zeitraffer, mal gucken. Oh, ich mache das kurz. Hier ist eine Kanone. Kommen wir den Babys da rein? Okay, keine Ahnung, was das soll. Ah, Moment, vielleicht kommen wir mit den Erwachsenen da rein. Die Kugel. Ah! Und dann? Hä? Jetzt bin ich aufgeladen und komme durch den Kampf rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte ganz schnell weg. Baby Luigi hat 3 AP. Ah, jetzt macht der Kleine auch noch den Großen nach. Super. Das ist keine gute Angewohnheit. Ich würde es mir gleich wieder abgewöhnen, Baby Mario, gell? Aber okay. Was muss ich tun? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Oder kann ich die Babys da drauf schleudern? Nö. Bro, was will ich davon mehr? Ich check es nicht. Was ist hier? Oh lol, hier ist was. Moment mal. Hat's doch mit der Röhre zu tun? Ah, es hat mit der Röhre zu tun. Boots. Jawollo. Ja moin, das ist einfach eine Schleuder. War ich hier noch nie, oder was? Okay. Spaß, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Hä? Was bringt das jetzt hier? Ich check's absolut nicht. Oder war das so eine Einführung für die Fähigkeit? Taschenbaus mal 7. Ist das eine neue Ulti? Weiß ich nicht. Taschenbaus sieht aber irgendwie aus wie eine Ulti, auch wenn ein Kettenhund drauf ist. Keine Ahnung. Finden wir noch raus. Das ist tatsächlich eine Ulti. Lol. Okay, und man braucht nicht die Babys dafür. Das will ich jetzt rausfinden. Perfekt. 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 Ich habe gesehen, man muss immer den Knopf drücken von dem Bruder, der springt. Ui, ein Critical. Hä? Was hat jetzt der Kettenhund dort damit am Hut? Okay. Scheiße. Da habe ich falsch gedrückt. Ich check diese Ulti absolut überhaupt nicht, was überhaupt der Ich renn vom Kettenhund weg. Ach so. Der hat über 60 Leben gefühlt, okay. Der lebt immer noch. Der über 60 Leben. Danke. Aber nicht mehr als 70. So, das heißt, dem fehlen aber noch ein paar Hits. Schön bleiben. Ja, weil der Fisch. Liegt am Fisch, weil der springt also immer hoch. Wenn der irgendwas anderes wirft, dann müsste man, glaube ich, springen. Genau, wenn er was anderes wirft, müsste man springen. Ding ist, man müsste es halt erst machen. So, Mario, du kriegst jetzt direkt mal einen Superpilz. Wir haben ja genug. Und es schmeckt. Hä? Kann man da überhaupt drüber springen? Der Bones ist so komisch, ich weiß auch nicht. So. Ja, okay. Ich bin auf den Bob-Bomb gesprungen, aber wir kriegen keinen Bonus dafür. Toll, danke. Kein Ding. Aber vielleicht bringen ja die Blumen was. Vielleicht macht es hier gleich alles bumm. Wenn ich die Bob-Bombs anzünde. Was passiert dann? Nix.
Ich dachte, die bringen sich selber um. Das ist auch gut. Ja, 30! Hä? Vorratsdauer geklappt! Ach du Scheiße, sind die OP! Ach, es ist sauber, ich sterbe immer die ganze Zeit, das ist so witzig. Ich bin eigentlich der Einzige, der so schlecht ist, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Würde mir mal interessieren. Wenigstens sind die Bob-Bombs weg und ich darf stehen bleiben, perfekt. Wenigstens sind die Bob-Bombs weg und ich kann hier easy jetzt ausweichen, so. Und da wäre er weg. Ich wollte gerade fast huschen, deswegen habe ich gerade nichts gesagt. Also ich war gerade kurz vorm Huschen, sorry. Muss doch mal sein. Ich bin immer noch ein bisschen crank. Wisst ihr Bescheid, wer es mit ihm gesehen hat. So, aber ich glaube, es lohnt sich nicht mehr wirklich Backtracking jetzt zu machen. Okay, ich war jetzt auf in jeder Ebene nochmal. Hab so gut wie jeden Block zumindest. Das würde mir reichen als Backtracking. Es gab nur ein paar Bohnen, aber das ist mir jetzt egal. Ich habe aber gesehen, dass hier noch eine blaue Röhre gibt links. Können wir da schon irgendwas machen? Sieht nicht so aus, ne? Okay, das kommt dann irgendwann. Ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt erstmal einen fetten Pilztau für alle, weil wir alle sind angeschlagen. Das lohnt sich jetzt wenigstens richtig. Ein 30er. Ja. Und dann gehen wir jetzt zum Eingang. Beziehungsweise beenden dann den Part gleich. So, meine Freunde, jetzt sind wir dann angekommen beim Tempel, beim Golden Cooper Tempel. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen der Folge, denn das soll es jetzt mal langsam gewesen sein bei 28 Minuten Aufnahme. Ich weiß nicht, wie lange der Part am Ende wird. Genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lass ein Like da, wenn es dir gefallen hat, würde mich sehr freuen. Und ein Abo, wenn du neu bist, würde mich ebenfalls sehr freuen. Und ich sehe dich hoffentlich in der nächsten Folge wieder von Mario und Luigi. Dann geht's in den nächsten Tempel rein und ich bin gespannt, was da passiert. Da wird's wieder witzig. Bei meinem Skill. Ja, in diesem Sinne, noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und bye bye.